Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von SBS. Ja, Schritt für Schritt machen wir hier ein kleines Häuschen, was eigentlich ziemlich riesig ist, bereit für euch, um es zu nutzen für beispielsweise eure Sims. Ja, das machen wir hier. Die letzten beiden Folgen haben wir hier die Zeit im Wohnzimmer verbracht und ja, ich hatte gehofft, dass ich jetzt mit der Pause dazwischen eine Lösung für das hier gefunden habe, aber habe ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt mit dieser Wand anfangen soll. Ich glaube, ich lasse es einfach erstmal so. Vielleicht fällt mir irgendwann mal nochmal was ein. Und wenn nicht, dann nicht. Ich habe jetzt auch in den Kommentaren nichts Schlimmes darüber gelesen oder irgendwie eine Hilfe oder irgendwas. Von daher lassen wir das jetzt einfach erstmal so. Und ich würde sagen, wir widmen uns einem neuen Zimmer. Da ich mit dem jetzt eigentlich so weit, so gut, ganz zufrieden bin. Noch nicht so richtig, aber auch nicht so, dass ich sage, boah, sieht furchtbar aus. Ja, wir haben ja soweit schon ziemlich viel geschafft. Wir haben die Küche schon fertig, wir haben das Esszimmer fertig, wir haben hier den Flur fertig, unseren ja, kleinen Wintergarten, würde ich mal sagen, unser Badezimmer in der untersten Etage, der Bibliotheksflurraum und ja, hier oben müssen wir nochmal ein bisschen was wuppen. Das sollte aber, glaube ich, nicht ganz so schwer sein. Das Badezimmer hier oben haben wir ja auch schon fertig. Und den Bibliotheksbürogang hier in der obersten Etage auch. Ich mag insbesondere diesen Schreibtisch hier. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, dann wollten wir hier definitiv noch zwei Kinderzimmer reinpacken. Und zwei Elternschlafzimmer. Ja, da müssen wir das Bad noch fertig machen und das Bad hier noch fertig machen. Und dann irgendwann sind wir mit diesem Haus fertig. Aber hier unten haben wir auch noch zwei leere Räume. Ja, wir könnten überlegen, hier noch ein Bad reinzuhauen, aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben mit den Bädern, oder? Wenn man jetzt hier noch ein zweites Bad mit reinpackt. Wie gesagt, kann man machen, muss man aber nicht. Wir könnten auch einen Wäscheraum draus machen. Was haltet ihr denn davon? Wir machen hier mal aus dem Raum Wäschezimmer. So, machen wir jetzt. Auf die Plätze, fertig, los, machen wir. Jo. Stellt sich nur die Frage, mit was? Das ist immer so eine sehr interessante Frage. Wir könnten ja hier mal auf so ein Boden zurückgreifen. Warum ist der eigentlich unterschiedlich? Ach so, weil oh, mein Handy hat gerade vibriert. Weil die Struktur anders ist. Sehe ich das richtig? Oder war? Keine Ahnung, funktioniert jedenfalls immer noch nicht. Das ist, ja, kurios. Okay, mein Handy gibt nicht auf. Frage ist, gefällt mir das Blau? Keine Ahnung, wir finden es einfach raus. Wir schnappen uns jetzt hier erstmal eine schöne Leuchte. Da fängt das Problem wieder an. Was haben wir denn hier für eine Lampe genommen? Ach, so eine stinknormale Lampe. Ja gut, ist jetzt auch wieder Geschmackssache, würde ich sagen. Wir könnten auch die hier aus Showtime nehmen. Okay, die ist jetzt gerade grün. Aber die ist halt so Spotlight-mäßig, ne? Das mag ich ja auch nicht so gerne. Ja, das ist die wohl wirklich, glaube ich, schon am besten. Dann nehmen wir die jetzt einfach mal in zweifacher Ausführung. Ich überlege gerade, ob wir das hier nochmal abtrennen innen drin. Und sagen, jo, wir machen hier nochmal ein winziges Bad rein. Oder nicht. Ich glaube, wir machen es aber. Haben wir hier Doppelfenster drin? Ja, haben wir. Dann müssen wir uns mal hier ein Einzelfenster schnappen. So. Na, so, dalle. Und dann schnappen wir uns hier mal eine Wand, weil dann würde ich das Geniestreich meinerseits. Dann würde ich das hier so abtrennen, weil dann haben beide Räume noch genug Licht. Und dann passt das schon. Weißt du, meine größte Sorge, dass die Räume dann nicht genug Licht haben oder in einem Raum kein Fenster ist. Das ist immer irgendwie ein bisschen ungünstig. Gut, dann packen wir das mal noch ein bisschen nach hier hinten. Obwohl will ich das da so weit hinten haben. Na ja, gut, eigentlich schon, weil es hier dann wieder genau mittig ist. Das passt schon. So, dann brauchen wir noch eine Tür. Die würde ich gleich dann hier reinsetzen wollen. Ja, passt auch vom Winkel. Sehr schön. Und dann brauchen wir jetzt noch eine passende Wandfarbe. Ich würde halt echt gerne wissen, was das hier für ein Muster ist, ne? Was ist das für ein Muster? Ah, okay. Das Muster ist halt aus, jetzt habe ich den Namen des Addons vergessen. Wie heißt denn das Addon? Nicht Studentenleben. Genau, Lebensfreude. Aus Lebensfreude ist das. Jo, ich würde jetzt einfach mal gucken, ob wir das nochmal aus Lebensfreude finden, ob es dafür
separat irgendwie was gibt, weil bis jetzt sehe ich nur hier so Mauschel. Ist jetzt noch nicht so mega. Hier ist auch... Okay, das sieht echt voll süß aus. Müssen wir uns mal oben fürs Kinderzimmer überlegen. Ich pack's mal hier ran, damit ich dran denke. gut, hier haben wir nochmal Stein. Das bringt uns aber nicht viel. Hier die Verkleidung auch nicht. Mauern können wir abhaken. Teflung. Haben wir hier zwar was, aber auch nicht wirklich was, was hier fürs Badezimmer passt. Aber ich würde das gerne mal hier gucken, ob wir das in einem Schlafzimmer machen. So, was haben wir hier? Oh, das ist auch sehr schön. Boah, geil. Voll gut. Erstmal rangebappt. Ja, finde ich auch nicht schlecht, aber ist mir vielleicht ein bisschen zu viel. So, Fliese. Fliese hätte ich mal gleich gucken sollen. Hier finden wir vielleicht am ehesten was. Okay, aber wir finden nicht den Ton, den ich gern gehabt hätte. Nur noch mehr Mosaik. Ja gut, ist irgendwie blöd, ne? Okay, Tapete, glaube ich, finden wir auch nichts mehr. Und Anstrich können wir, denke ich, auch vergessen. Ach ja, gut, dann versuchen wir einfach mal unser Bestes hier mit den Fliesen. Ich glaube, ich würde sogar hier in die Richtung gehen wollen. Wenn wir das in dieselbe Farbe kriegen wie da unten. Schaut mal, wir gucken mal, ob wir das jetzt hinkriegen. So. Das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Aber ich glaube, es wäre schlauer, das in dem hellen Ton zu machen, oder? Ja, ich glaube, das kommt am Ende besser. So, machen wir hier gleich nochmal. Und diesmal ziehen wir das auf den anderen Blauton. Okay, das ist dann natürlich sehr, sehr blau. Ich mach's erstmal so. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier noch selber drinnen besser definieren können. Okay, das macht das da oben. Also lassen wir das auf jeden Fall weiß, weil sonst wird das hier definitiv zu viel. So. Hier haben wir die Farbe. Die können wir ja so ein bisschen ins Blau holen. Aber nur so ein Müh. Und ohne, dass es grün wirkt oder sonst irgendwas. Ich glaube, so sind wir ganz gut dabei. Dann passt das. So, jetzt bin ich gespannt, ob das gut aussieht oder nicht. Boah, es erschlägt mich, aber ist okay. packen das mal da an die Wand. Und schaue ich mal, ob das hier in weiß vielleicht besser ausschaut. So. Einmal weiß bitte. Okay, es wirkt auf jeden Fall schon mal weniger chaotisch. Okay, das würde ich tatsächlich so lassen. Ich wollte doch nicht den Stuhl, meine Güte. ja, okay, das wirkt auf jeden Fall schon mal weniger chaotisch, aber dieses Muster allein macht einen schon voll wahnsinnig. Sollte man vielleicht auch sowas umsteigen, aber es sieht jetzt halt total merkwürdig aus, wenn wir das eine so haben und das andere so. Dies ist da ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was ich da jetzt gut finde. Wie immer. Ich glaube das. Oder? Ich schau mal, wie das sich das wandfarbenmäßig so macht. Okay, es bleibt blau. Ist ja ein Träumchen. Und ich nehme an, das kriege ich dann auch nur in irgendeiner anderen Farbe. Und das bleibt auch blau. Ja, richtig geil mit vorgegebenen Farben. Bin ich ja ein totaler Freund von. So, dann versuchen wir das einfach mal mit dem Pool hier zu retten. Vielleicht wird das ja was. So, jetzt bin ich natürlich auf Textilien gegangen. Jackpot. So, komm, machen wir den jetzt einfach hier. Damit kann ich, glaube ich, noch halbwegs leben. Ach, das sieht einfach merkwürdig aus, wenn man das jetzt so macht, oder? Egal, ignorieren wir einfach fett. So haben wir wenigstens noch die eine Wand und dann ist gut. Ach ja, so, wir haben gestrichen. Wir haben hier eine Wand eingezogen. Ich bin stolz auf uns. So, ich mache das jetzt mal runter, damit wir einfach mal hier ein bisschen besser gucken können. So, dann suchen wir uns jetzt hier mal ein Waschbecken und eine Toilette. Können jetzt hier so auf alt machen, aber ich glaube, das ist am Ende vom Lied nicht so sinnvoll.
Zu modern vielleicht aber auch nicht. Aber wir könnten ja auch auf Alice im Wunderland machen. Ich will mal gucken, wie das eingefärbt ausschaut. Ist zwar jetzt aus dem Store, aber ich finde vom Stil her würde es ganz gut passen. Ah, cool, ich krieg die Ecken eingefärbt, Alter, Jackpot. Gut, dann würde ich das hier in das Blau holen. Und hier würde ich ins Metall reingehen. So. machen wir mal so, oder? Sieht das so halbwegs nach Keramik aus? So vielleicht, ne? So, finde das Waschbecken nämlich total toll. Gefällt mir eigentlich echt gut. So, jetzt müssen wir noch überlegen, ob wir hier eine Dusche reinhauen oder nicht. Ich würde sagen schon. Erstens, geldmäßig interessiert es uns gerade sowieso nicht so arg. Und zweitens ist es auch egal, weil es halt passt. So, machen wir hinten die Toilette hin und alles wird gut. So, dalle. Soweit, so gut, ne? Ich würde jetzt mal... Ups, ich suche gerade die Alt-Taste. Ich habe gerade nur die... Okay, er macht hier nicht mehr viel. Habe gerade nur die Leertaste gefunden gehabt. So, dalle. Dann gehen wir jetzt mal wieder in die Farbtöne rein. Und versuchen das Ganze hier mal in ein wunderschönes Blau zu kriegen. Okay, das müssen wir definitiv ändern. Und das auch. Okay, wir müssen die Töne generell ändern. Das sieht momentan noch nicht so geil aus. Wups. Das ist irgendwie auch zu hell. Das wird gleich wieder spannend hier, sage ich euch. So. Wir haben da jetzt einen Mauschelfußboden, der mir aber überhaupt nicht zusagt. Das sieht auch nicht geil aus. Das könnten wir rein theoretisch versuchen, aber dann vielleicht doch lieber das. Okay, das wird zu hell. Das ist mir halt auch zu mauschelig, ne? Das ist alles zu hell, sage ich euch. Müssen wir das ein bisschen... Kriegen wir das dunkler? Ja, das ist nicht einfach hier, ne? Das wollen wir mal festhalten. Ich werde irgendwann etwas finden. Ich bin da voll von mir überzeugt. Es dauert nur eine Weile, glaube ich. ja, das ist auch sehr hübsch. Oh, halt da. Hier gibt es manchmal aber auch Farbsachen, ne? Die sind schon interessant. So ganz klein mosaikmäßig sieht irgendwie auch Banane aus. Hey, ich gefällt mir eigentlich nicht. Das finde ich nicht gut. So vielleicht. So, mal einen minimalen Blaustich drin. Ich war gerade voll schweigsam. Ich habe gerade so darüber nachgedacht, ob mir das gefällt oder nicht. Ja, ich glaube, wir lassen das so. Sonst werde ich mit dieser Dusche noch wahnsinnig. Und wir verbringen hier wieder 1000 Jahre nur mit einer Dusche. Ach ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier zu Spiegeln und besorgen dem Waschbecken noch einen schönen Spiegel. Und es scheint ein relativ einfaches Waschbecken zu sein, wo man auch mal einen Spiegel anbringen kann, ohne dass der Spiegel sagt, ja nee, ich bin zu hoch, zu klein, zu nicht geräumig. So wie der. Was nehmen wir denn was Schönes? Ich glaube, wir nehmen tatsächlich den einen, den ich gerade schon dran hatte. War das der hier? Ich glaube, das war der.
Der wirkt zwar ein bisschen gedrungen nach unten hin, aber finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, wenn wir den weiß färben. Und dann fällt das Ganze nicht mehr ganz so auf. Können jetzt hier noch so eine Blume mit hinstellen. Okay, das wäre jetzt natürlich eine sehr krasse Blume. Können wir die andersrum da raufstellen? So viel zu meinem Plan. Passt das da drauf? Ist ja geil. Passt nicht alles auf so ein Waschbecken passt. Weiß nicht, da finde ich das Blau irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Ja, und wieder beginnt hier die Qual der Wahl. Ne? Man muss sich erstmal für was entscheiden. Ist manchmal nicht so einfach. Wir können jetzt natürlich auch das ganz kleine Ding hier nehmen, aber ich finde es zu klein. Das finde ich wieder zu klein. So, das passt da nicht rauf. Das ist wieder zu groß. Zu klein. Und zu farblos. Zu groß. Irgendwie auch süß. Groß. Ja, wäre das Fenster nicht da, könnte man das auch noch mal mit einbauen. Aber so ist es eher schwierig. Kann ich das da irgendwie mit reinpacken? Anpacken? Nö, stellt sich da, komm mal, was wolle nicht hin. Ja, die ist auch mal wieder ein bisschen sehr groß. Ach ja. Hatten wir hier nicht irgendwo diese... Genau, das habe ich gerade gesucht. So, das stellen wir da jetzt auch hin. Das ist größenmäßig, glaube ich, ziemlich am perfekten dran. So, dann haben wir hier nochmal unser kleines Mini-Bad. Und den Rest machen wir jetzt einfach zur Wäscherei. gehen wir mal hier zu den Geräten. Und dann haben wir hier schon das ein oder andere Gerät. Jetzt müssen wir uns noch für eines entscheiden. Ich würde fast die hier aus Traumkarrieren nehmen. Was? Traumkarrieren? Ich glaube schon. Gute Frage. Ja, wir haben jetzt einen sehr großen Raum für den Spaß. Natürlich hätte man das jetzt auch genau andersrum machen können und einfach die Waschmaschinen hier mit reinpacken. Das Problem wäre dann einfach nur gewesen, dass das, nehmen wir an, Sim duscht hier gerade, also hier dann, und ein anderer will Wäsche waschen. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Wir könnten jetzt hier rein theoretisch eine Wäscheleine oder so hinpacken. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich sie finde. Warum finde ich sie nicht? Wo war die Wäscheleine? Ach ja. War die nicht hier? Wo war denn diese Wäscheleine? Hihi, Gemeinschaftshilfe, gut. Ah, hier. Man kann sagen, die war doch hier. Also wir können jetzt hier wirklich komplett auf die Länge die Wäscheleine hinpacken. Finde ich natürlich auch ganz geil. Ist der Platz genutzt? Ist drin? Nice. Packen wir hier noch einen Wäschekorb hin und alles wird gut. Frage ist wieder, welcher Wäschekorb wird es werden? Würde ich sagen, nehmen wir mal aus demselben Add-on. Dann machen wir hier nicht so viel verkehrt. Also mit der Wäscheleine finde ich gut. Sieht zwar ein bisschen komisch aus mit den Stützen an der Seite, aber so vom Prinzip her finde ich es gut. Ich glaube, ich stelle den jetzt auch mal ein bisschen versetzt hier ran. Dann ist es mit dem Abstand auch noch mal ein bisschen nicer. So, dann machen wir hier die Waschmaschine noch in einem schönen Farbton. Ihr könnt da ahnen, es wird ein bisschen bläulich. Aber nicht komplett. Wir machen den mal dahin. So, den Rest würde ich, glaube ich, weiß machen, damit uns das hier nicht komplett erschlägt. Boah, das ist aber schon ganz schön hell, würde ich sagen. Sollten wir vielleicht lieber in so ein Grau packen. Lieber ein Grau. Okay, ein Grau ist nicht ganz so mega krass hell. den Farbton packe ich mal hier auch noch auf den Wäschekorb. Aber ins Innenleben, dann ist das auch, ne? Einfach deep. Gut. Ich überlege, ob wir gerade Wandleuchten noch anbringen. Damit die Wand da nicht ganz so kahl ist. Wir können natürlich jetzt auch ein Bild dahin hängen. Aber ich frage mich dann, ob das so mega ist. Ich finde, so geht's auch, oder? Es leuchtet, sieht auch noch optisch gar nicht so verkehrt aus. Kann man machen. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu den Dekorationsartikeln hier und schauen mal, ob wir hier noch irgendwie
was zum Waschen mit draufpacken können. Haben wir auch noch so ein paar Oberteile. Genau, wir könnten auch noch, okay, wir sind mal wieder hier bei der Deko, die sie noch nicht durchgeladen hat. Da verschwimmt hier alles ein bisschen. Wir könnten hier auch noch ein Regal anbringen. Wenn es passt, versteht sich. Okay, sieht auf der Seite irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Zugehendermaßen. Okay, das passt da definitiv nicht ran. Und da auch nicht. Da dreht sich das irgendwie auch nicht ran. Alles klar. Können wir dann wenigstens hier ein kleines Regal... Boah, schnelle Drehung. Ein kleines Regal ranpacken. Das wäre ja an sich auch schon mal nicht so übel. Hm. Finde ich zwar optisch immer noch ein bisschen komisch. Obwohl, wartet mal. Vielleicht arbeiten wir einfach mal mit Move Objects. Bei dem Regal habe ich da jetzt nicht so die Panik. Ja gut, flimmert ein bisschen, aber an sich jetzt nicht so schlimm. Regal, komm mal eins vor hier. Mann, das ärgert mich. So, so. Wir kriegen das noch hin. So. Also an sich finde ich zwei Regale hier gar nicht so verkehrt. So, mach mal den Spaß mal wieder aus. Das ist geil. So, jetzt aber. Dann machen wir... Ich würde es endlich komplett weiß machen. Ja, so gefällt es mir eigentlich echt gut. So, da. Dann ist es auch nicht mehr so dominant, aber wir können trotzdem Sachen draufstellen. Das gefällt mir ja sehr, sehr gut. Hier haben wir auch noch so eine tolle Toilettenpapierrolle. So. Schon mal ein paar zusammengefaltete Shirts. Haben wir noch irgendwas Wäschemäßiges? Ja gut, ein Handtuch können wir hier noch mit hinhängen. So. Jo. Und, okay, Moment. Wir müssen umsteigen. Sonst haben wir hier gleich wieder ein farbliches Problem. Es fängt schon an. Wirklich, sobald du hier irgendwie rumswitcht mit der Farbe im Dingens, ist vorbei. Eiskalt vorbei. So, wir haben es überlebt. Sehr gut. Nee, eigentlich wollte ich hier hin. Ich wollte den Farbton klauen. Wups. So, dalle. Eigentlich wollte ich das hier haben. So, dann versuchen wir es hier einmal mit komplett weiß. Ja gut, ich glaube, grau hat mir besser gefallen. Dann ist es nicht ganz so heftig. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Dekoration zu hängen. Hier oben müsste irgendwie noch was auf das oberste Regal, damit das Sinn macht. Gut, eine Taschentücherpackung macht da vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Man weiß ja nie. So, das können wir hier auch irgendwo anhängen. Alles klar. Sieht irgendwie aus, als würden wir heimlich hier trinken. So, vielleicht braucht man auch noch Küchenrolle, man weiß es nicht. Seifenspendermäßig könnten wir hier auch noch was mit hinpacken. Oder? Warum nicht? Hm. Das ist jetzt aber auch nicht so das Highlight. So, packen wir wieder weg. Sonst finde ich es, wie gesagt, optisch einfach nicht so ansprechend. Hier haben wir... Ist das eine Hundeleine? Ja, ist es. Was haben wir hier? Auf was bist du? Ach, Trockentücher. Alles klar, wir haben auch Trockentücher. Ich hätte irgendwie schon gerne noch was, was so ein bisschen, Wäsche widerspiegelt. Okay, das sieht auch eher nach Tieren aus als nach allem anderen. Ist es aber nicht, oder? Nein, Waschmittel und Weichspüler, alles klar. Gut, dann stellen wir das mal hier ganz oben in die Ecke. Hoffe ich zumindest. Jo, geh mal nach da ganz drüben. So. Sehr schön, dann holen wir die hier vielleicht doch ein bisschen in die Richtung. So, dann haben wir hier was auf den Regalen stehen. Ich bin stolz auf uns.
Und dann haben wir hier unser kleines Wäschezimmer fertig gekriegt. So, wir müssen unbedingt aus der Deko raus, sonst drehen wir uns hier keinen Meter. Ja, finde ich gar nicht so übel. Haben wir unser eigenes kleines Wäschezimmer und nochmal so ein Bad, wenn man beschließt, hey, die Waschmaschine hat mich dreckig gemacht, springe ich mal unter die Dusche. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Das werden wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Ciao!